Ja, whatever. War nett mit euch, Jungs. Ihr macht einen guten Job, ne? Für die Company. Warning. Keine Ahnung, was da drin jetzt ist, aber... Ich würde sagen, wir folgen der Mission erstmal, oder? Ja. Och, come on, Sackgasse! Ich glaube, wir haben da... Okay, dann gehen wir erstmal in den anderen Raum rein. Ey, im Ernst, haben wir die irgendwo liegen lassen? Weil ich habe jetzt so oft schon welche gesehen. Ja. Oh, das ist aber echt scheiße jetzt. Wo muss man da draufschlagen? Nee, da braucht man so einen Schneidbrenner für. Steht ja dran. Geh mal hier links. Da, guck mal, da rein. Das ist auch dicht, guck mal. Ist auch zu. Die muss man da wahrscheinlich irgendwo freischalten. Ich würde mich echt besser fühlen, wenn ich die jetzt einfach mal platt hauen würde, weißt du? Ja, aber ich weiß, weißt du, das... Ja, die machen mich aber nervös. Solange sie uns nicht sehen... Weißt du, da ja die Com-Controller, wir ja den Kontakt vermeiden sollen, glaube ich nicht, dass wir die jetzt alle totschlagen können und den Kontakt herstellen können. Warum nicht? Guck mal, was ist denn da? Da müssen wir rein. Das ist ein Licht, da ist eine Scheibe, das ist zu, das ist abgeschlossen. Da kann ich nicht rein. Da ist ein roter Knopf, rote Knöpfe sind zum Drücken da. Vielleicht kann man nicht alles abschalten. Naja. Uh-oh. Ist mal der Kuppel genau in unsere Richtung. Doch nicht. Kannst du nochmal den Motion Tracker anmachen und gucken, ob der irgendeine rechts. Guck mal hier, da müssen wir hin. Ja, ja. Ach super, jetzt müssen wir. Ach, warum bin ich überhaupt rausgekrochen? Das ist ja. Was ist das denn da? Das ist die Sonne. Ja. Ich glaube, wir müssen hier. Sind wir nicht am Jupiter? Sind wir dann schon weit weg von der Sonne, oder? Warum ist die so groß? Nicht Fragen stellen. Gottes Willen, soweit kommt es noch, ja. Ach, hey. You have to see the big picture. Ja, der sieht aber gar nichts mal. Jetzt dreht er sich wieder an die Konsole ran. Ja, so. Durchlaufen. Ach du Scheiße. Nee, nee, nee. Wie? Ich kann dich ja. Jetzt hast du beide am Arsch. Renn! Renn! Oh. 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 Ich sage, die sehen zwar kacke aus, die sind auch blöd sonst, aber wenn sie zuschlagen, ist halt trotzdem kacke. Ja. Ja, die kommen auch hinterher. Rein in den Lüftungsschacht. Das bringt nichts. Oh oh. Oh oh. Knack! Gut, okay, also wir hätten etabliert, dass das vielleicht keine so gute Idee ist. Ja, ich würde sagen, es ist halt... Boah, haben die mich genervt, ey. Ja, wir können mit denen, also einer mal ja, aber halt zwei von denen sind, glaube ich... Ja gut, der eine hat 6 Patronen gefressen, dann muss ich noch 3-mal draufschlagen. Das war halt... Na, das ist halt vielleicht schwierig, ja. Okay, jetzt schau noch einmal auf den Motion Tracker. Ja, der sagt, ich muss da vorne irgendwo hin. Aber ich will da nicht hin. Waren wir da unten schon eigentlich? Da geht's nicht runter, das ist zu. Oben waren wir ja schon. Ja. Das ist halt kacke, ne? Total. Aber wir das richtige Werkzeug nicht haben, oder? Ja. Ich meine, in die Lüfte schlechter reinzugehen, war glaube ich schon die beste Idee eigentlich, ne? Ja. Wissen wir hier. Ne, das war ja ein anderer Lüftungsschacht, den wir drin waren, ne? Ne, das ist schon der. So, hier. Ach, ey, das ist ja wirklich furchtbar, wenn man so wahnsinnig wehrlos ist. Ist das eigentlich struktureller Sexismus? Ja, irgendwie schon. Weißt du? Also jetzt muss, scheint mir gerade... Die kleine Frau kann sich nicht wehren. Ne, waren wir auch? Ach ne, auch noch nicht. Quasi. Ach doch, waren wir. Ich hatte ja danach gespeichert, shit. Ja, aber wo soll denn... Der andere Lüftungsschacht ist halt da unten, ne? Der ist da unten, der klappt die Klappe auf. Ja, wir sind hier unten links, ja. Dann halt so, ja. Nur die Frage ist, ich bin jetzt gar nicht so richtig klar, an welche Konsole wir ran müssen gerade. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt an irgendeine Konsole ran müssen. Ich glaube, die ist gar nicht hier im Raum, weißt du? Ja, aber es gibt ja keinen anderen... Da hinten waren wir denn... Ein Camera-Feed ausgeschaltet, wozu auch immer. Sauerstoffversorgung kann man ausschalten. Ja, aber welchen Sinn hat denn das?
Das sind Androiden, die brauchen keinen Sauerstoff. Ja. Ich aber, also ich meine, das wäre... Ach, guck mal, hier Treppe kann man noch durch verschiedene Räume. Ah, ne, hier gibt es nur einen. Ja, nee, es ist sinnlos. Gab es hier hinten noch einen zweiten Raum? Warte, schau, geh nochmal nach rechts. Was, wo? Ah, er ist aber aufmerksam, er hat's gemerkt. Ich meine, es muss von hier oben auch einen anderen Weg rausgeben noch, ne, als ja. Die Lüftungsschacht, wenn man ehrlich ist. Ne, nicht reingehen. Gibt's denn nicht von hier oben noch einen anderen Weg? Ja, das ist das Treppenhaus. Ach, je. Hat der mich jetzt gesehen, oder? Kann sein, ja. Die Musik würde das... Mach mal einen Motion Tracker an. Red ich mal ein bisschen damit. Ja, hier drin, drin ey. Aber nicht. Also die Musik wurde... Suggeriert das ja, ja. Da steht da so ein kleines Streicherorchester. Mach die Luke auf. Also, so, oh, sorry. Was macht ihr denn hier? Sorry. Also, jetzt ist vorbei. Ja. Sie wissen, dass wir da sind. Ich glaube, leider hat er... Ja, er steht genau. Ja, ja, oh nein. Ach, wir können auch von der anderen Seite kommen. Wir können hochgehen wieder durchs Treppenhaus runter und dann kommen wir von der anderen Seite. Ja. Das geht. I'm a very patient machine. Ja, yes, sure. Ist hier oben auch einer? Boah. Motion Tracker, Motion Tracker. Ja. Ich glaub's, der kommt jetzt direkt angelaufen. Haben die uns jetzt umstellt, die Viecher? Aber das ist gut, dann haben sie sich nämlich getrennt. Das stimmt tatsächlich. Das heißt, wir könnten den unteren jetzt versuchen zu erwischen. Na, einen von beiden können wir jetzt versuchen kaputt zu hauen, ja. Oben, den oberen? Ja. Pff, mein Gott, so gut wie der andere. Oh, geil. Oder ist es jetzt die Etage drunter, die der sieht? Richtet sich von uns weg. Hä? Hä, aber wo denn? Geht es durch die Etage, dann ist natürlich der Motion Tracker relativ. Ja, der eine ist aber noch in der Arbeit, der andere latscht durch die Gegend und sucht uns, kann das sein? Ist aber. Dann würde ich schon sagen, wir nehmen das Treppenhaus diesmal. Na. Und geradeaus zu dem Raum war nichts. Keine Ahnung, ich kann mich nicht entsinnen, dass. Waren wir in dem Raum geradeaus, also hier? Nee. Ach. Na, siehst du, das ist vielleicht doch der... Hier. Aha. Access Tuner. Ah. Very well. Na also, doch nicht völlig lost hier. Rechts? Nee, der da. Ja. So, dann und das und dann und rechts, ja, perfekt. Ja, ein Wunder. Blöd ist, dass wir uns bemerkt haben, ne? Ach, naja, mein Gott. Torrance Havel. Ja, Torrance ist so. Das ist das, wo wir vorhin auf der Brücke waren. Tja. Also zumindest scheint Marshall Waits ja noch halbwegs vernünftig zu sein. Jetzt steht der Sack direkt hinter mir. Wetten? Nee, doch nicht. So, haben wir noch was ich craften kann? Ein Bedkit könnte man machen. Könnte man auch, obwohl ich nicht weiß wofür. Kann man nicht. Na, Medkit ist nicht doof, ne? Nee, Medkit kann man auf jeden Fall brauchen. Ne? Das ist jetzt ja nur nichts, was halt irgendwie schlecht wird. Also, ja, Scrap hier, 90 mal Wollen Müll. Wollen wir noch eins bauen? Ja, ich glaube, zwei Stück sind. Ja.
Aber vorhin, wenn die uns einmal Wickel gekriegt haben, halt so, dann naja. Ich meine, also, wir sind auch ein bisschen verletzt, jetzt aber nicht so, dass man schau da. Schau nochmal, im Raum ist irgendwie noch Tempel. Da unten, hier, Kiste. Ach, guck mal da. Ja. Und da ist auch noch. Ziemlich ganz selten, dieses Material. Compound B, na sagen wir mal, es ist nichts Allgegenwärtiges. So, da hatte ich schon alles ausgeräumt, ne? Ja, ja, die ist auch leer, da ist nichts mehr. Da sind ja nur die. Unsere Lieblings. So, und jetzt? Was sagt denn unser Motion Tracker, wo es hingehen soll? Runter wahrscheinlich. Wo pfeift denn der Speicherpunkt hier? Der ist doch hier irgendwo. Achso, der ist direkt unter mir, ne? Der ist direkt unten neben der Treppe. Ich muss sagen, die Androiden finde ich auf jeden Fall wesentlich weniger schlimm als das Alien. Ja, das stimmt schon, aber es ist halt trotzdem irgendwie nervig, nee. Der Scheiß ist, dass man die nicht kaputt hauen kann, ey. Das ist ja echt ein bisschen blöd. Oder vielleicht auch irgendwie mein sehr maskuliner Ansatz halt so immer alles kaputt machen will. Ja, und nu? Weil da hinten links ist zu und. Wir können halt wieder unten reingehen, ne? Ja, und denn? Wir haben vielleicht auch wieder irgendwo. Ach, halt so die Backen, ey. Geh rein. Erstmal hier nochmal. Da ist auch noch Eingang zum Lüftungsschacht. Rechts neben dir, ne? Da, unten. Ne, da unten im Boden. Was, wo? Da, vor dir direkt. Ach, da, ja, stimmt. So, aber auf der anderen Seite war jetzt nichts weiter, ne? Das war nee, eben leer. Da auch nochmal Eingang. Ich verstehe nicht so ganz, wo wir hin müssen. Gerade. Nee, ich auch nicht. Somehow, das ist beyond. Ja, wir müssen. Das ist es ja eigentlich, aber da hinten ist die Tür zu, da waren wir ja schon. Alternate Communicate. Wir müssen irgendwie hier aus dieser Nummer raus. Oder kann man die irgendwo. Das ist weiter oben, da waren wir auch. Das ist da drunter. Ja, aber. Keine Ahnung, das ist Luftschacht, Luftschacht, Luftschacht. Und da oben. Hier kommen wir aber nicht raus. Es ist ja alles dicht hier. Gibt es da nicht irgendein Terminal, was wir hier benutzen können? Oder können wir diesen Brenner bauen jetzt vielleicht mit dem Zeug, was wir haben? Nee, ne? Ich glaube, den muss man finden. Ach, kick mal. Ah. Bisschen Kleber noch gefunden. Ja, schau doch mal einmal, ob man so ein Ding bauen kann auch. Nee, ich nicht wüsste. Dafür brauchen wir einen Blueprint. Weißt du, dass man das. Klapper, klapper, kling, bong, tock. Aua! Bong, aua! Ich weiß nicht, was wir hier machen sollen in diesem Raum. Mein Köpf? Nee, ich auch nicht. Gibt's denn, so müssen wir den Weg runtersuchen? Ey, das ist im Ernst. Hast du mal eine andere Platte? Ja, hau bloß ab, ey. Zu, dass du wegkommst. Dämlich Ollet Ars. So, das Ding ist ja, die sind ja nun wirklich nicht schlimm. So, man kann sie ja ausmanövrieren, das geht ja alles. Das Blöde ist halt tatsächlich, dass da hinten halt keinen. Dass das halt hier zu ist, halt so. Das, ja, und dafür, das Ding liegt hier 100 Pro irgendwo rum. Darauf, ja. Meinst du hier unten in der Etage direkt? Das muss ja hier irgendwo, sonst komme ich doch hier nicht weiter, weißt du? Das muss ja irgendwie hier weitergehen. Das Blöde ist halt nur einfach. Was halt so mit den beiden Pappenkameraden da vorne, ja. Ja, vor allem. Ich meine, schau mal, er sagt mir halt wirklich auf der anderen Seite des Raumes. Wir müssen halt wieder rein in den Lüftungsschacht zurück. Naja. Blöd ist es, wenn jetzt erstmal hier. Na, jetzt steht er natürlich auch wieder genau da. Gibt's einen anderen. Gibt's einen anderen Eingang wieder ins Lüftungsschacht zurück? Nee. Nee, die gehen da unten halt eben von diesem Zentralkorridor ab. Ich warte jetzt, bis er wieder die Biege macht und dann gehe ich runter. Und gehst rein. Was ist jetzt passiert? Wieso ist er auf einmal. Ich weiß gerade nicht.
Ah, jetzt. Wenn er halt stehen bleibt zu lange, dann verlieren wir mal das Signal. Der steht jetzt da rum und... Ah, jetzt geht er. Jetzt wäre es ratsam, in den Lüftungsschacht zu verschwinden. Du kannst auch gegenüber in den Lüftungsschacht rein. Du musst ja, glaube ich, eh drücken. Ich gehe jetzt da. Eh. Ja, ja. Na, du zum Beispiel. Ja, weißt das du, Alien. Das Alien, dich, deine Kumpels, zieh dir selber den Stecker, du Penner. Also. Du weißt nicht, was eine Nutte ist, weil du hast keinen Spiegel, du Arschloch. Jetzt zeig dir mal ganz kurz, wo jetzt hier denn... Kann ich sagen, dass wir hier schon wieder so festhängen in dieser ganzen... Rumpel, Rumpel. Klang, Bonk, hallo. Ups. Wer will mich fressen? So, der latscht hier gerade durch die Gegend. Der steht uns jetzt direkt gegenüber, wetten. Ah ja. Wunderbar, hier waren wir jetzt noch nett. Ach, da geht's weiter. Guck mal. So, I like. Kein Sightseeing. Da müssen wir hin. So, ich will jetzt gerne vermeiden wollen, dass der mir jetzt halt in den Rücken fällt. Diese scheiß Türen. Dass die. Ja, bitte, das will ich jetzt hören. Ausgiebigst, bitte. Also, Sicherheitsprotokoll. Ich bring dich einfach um. Da bin ich mir sicher, dass du keinen Mist machst. So, oh, toll. Das ist ja total innovativ. For your own safety. I rip your head off. For your safety. Jetzt bewegt er sich. Der steht doch jetzt wieder hier in der Gegend rum, oder? Ja, was auch immer, jetzt ist mir jetzt egal. Ich bin mir zu blöd, diese Freaks. Das dauert mir jetzt hier zu lange, echt. So, Monitoring Hall. Da lang oder da lang? Keine Ahnung, kannst du dir aussuchen. Guck mal kurz auf die Map. Was sagt denn unser. Was sagt denn der Atlas? Ja, runter wäre wahrscheinlich eine Sache, aber ich würde jetzt einfach mal da vorne hier mal kurz gucken. Guck dir mal auf, auf unser Motion Tracker, was der wieder will von uns. Ja, ich gehe jetzt erstmal hier gucken, trotzdem. Weißt du, weil der Motion Tracker zeigt mir keine. Ah! Ah. Ah, ist da irgendwer drin? Sieht gerade ganz... Hier ist doch bestimmt irgendwer. Da ja, natürlich. Ah, er ist weg. Verdrück dich mal hier. Erstmal rechts checken. Kumpi. Ich weiß doch. Willst du nicht an den Kommentisch gehen? Nee, jetzt gerade nicht. Nicht bevor ich den Typen nicht beobachtet habe, was der da macht. Da hinten steht er. Wo denn? Im Gang drin steht er. Ja, drin. Kann er ja. Aber das Problem ist halt so, wo ist denn hier das Kommen? Das kann auch sein, dass hier gar keiner ist. Komm. Also ich meine, wenn man hier irgendwie keinen Kommkanal aufmachen kann, wo denn dann bitte, ja? In der Kombüse. Husch! So. Und jetzt husch, hier? Haha. Ich wohne im Motion Tracker gegen die Welt. Da vorne muss irgendwas sein. Ja. So, jetzt warten wir mal kurz, bis der Typ hier seine Runde. Ah. Ich würde kurz warten, bis der Typ hier seine Runde gedreht hat. Ich weiß ja nicht, ob der wiederkommt. Das sieht so aus, als wenn der irgendwie zu anders beschäftigt wäre. Aber die pendeln doch die ganze Zeit alle. Omas riskieren? Die hysterischen Streicher kommen schon wieder. Ist ganz schön muffig hier drin. Ja, ich würde sagen, wir machen es jetzt, oder? Ich meine. Nee, aber hier ist ja irgendwas offen. Das ist ganz nah. Soll ich mal nach rechts? Es können auch wir selber wieder sein. Nee, das sind nicht wir selber. Jetzt kommt er. Okay, das sind wir nicht.
Das war genau halt die Situation wie in Alien 2. Also irgendwas bewegt sich, aber das sind nicht wir. Zwei Meter, das ist ja schon in diesem Raum. Oh, fuck. Die Hölle. Okay, nur mal das kleine fiepende Gerät in die Hand. Na, jetzt steht er wieder in der Gegend rum und deswegen gibt er keinen Read ab. Na, jetzt. Na komm, verdrück dich. Komm zurück. Das ist geil, geht an so einem Schrank vorbei. Tüt, 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 tüt. Alles normal. We have to see the big picture. Picture. Blöder Android. Der steht da genau in so mittlere Distanz, ja. Ja, der ist jetzt hier in dem Raum, ja, aber der geht ja gleich wieder. Hoffentlich. Vielleicht macht er jetzt auch Mittagspause da. Der hat sich da jetzt abgeschaltet, weißt du, und der eine Arm macht die ganze Zeit so, weißt du, damit ich auch weiß, wo er ist. Wir warten eine halbe Stunde. Ja. Der wackelt immer so mit dem Kopf, weißt du, hat halt viel... Ah, tap, tap, tap. Boah, ich kann der jetzt mal, ist ein bisschen eng hier drin. Ich weiß nicht, du bist doch mutig. Nee, ich bin einfach nur bescheuert. Wieder runter. Haha. Ey, wir irren hier rum wie so ein. Wie ein Nagetier. Ah. Ah. Hier ist jetzt die Kommstation. Nein, das ist eine Messe. Nein, das ist. Ja, was auch immer das jetzt hier ist, aber. Ich peile. Ne, waren wir das? Nee. Nein. Aber hat der irgendwas dabei? Nee. Nee, nichts. Oh! Oh!